So vielfältig wie die Vögel, so vielfältig sind auch die Zubereitungsarten. Robin Geisser zieht jeden Monat eine Herde mit 300 Enten auf. Diese hier sind 2 Wochen alt. Ab etwa 7 Wochen sind sie schlachtreif. Die Enten leben beim Kloster Grimmenstein im appenzellischen Walzenhausen. Eigentlich ist es eine Herde Chinesen. Denn die weiße Appenzeller Ente stammt von der Pekingente ab. Aber auch die einheimischen Stockenten kann man essen. Sie landen als Wildenten ab und zu auf dem Teller. Eine Ente, die 3 Kilo hat, hat auch noch 2 Brüste mit 200 Gramm. Und deshalb sind wir hier in einem, im Vergleich zu unserem Mitbewerber aus Frankreich, sind wir etwas teuer. Und darum ist es mehr für Edelgastronomen. Einer seiner Abnehmer ist das Restaurant Burg im St. Galler Rheintal. Was bringst du Feines mit? Ja, sehr schön. Super. Hier, dann mitgenommen. Salzhitze, Ente, Schenkel, Luftrechnung. Ah, super. Schön fest. Sehr schön. Freue ich mich. Wir haben Entenbrüste immer mehr verkauft als Schenkel. Und das habe ich mal in Italien gesehen und dann haben wir das probiert. Und statt Räuchern haben sie einfach Luft getrocknet. Und es ist, der Geschmack bleibt natürlich, das Volumen verlieren wir die Hälfte. Das ist ein Top-Produkt, also ist mein Lieblingsprodukt eigentlich. Sternekoch Sascha Beilke wird von der Ente aber nicht nur die Brust verwenden. Die ausgelösten Schenkel bestreicht er mit Geflügelbrät. Dann garen die Rouladen 6 Stunden im Wasserbad. Mit dem Rest des Tieres probiert Sascha Beilke etwas Neues. Ente im Heu. Die packe ich jetzt für 6 Tage ins Heu, dass dann halt das Wiesenheu, der Geschmack, in das Produkt mit übergeht. Anschließend kommt die Ente mit dem Heu in den Ofen. Eine Ente reicht in Sascha Beilkes Menü für 4 Personen. Zur Vorspeise serviert er einen Salat mit gebratener Entenleber. Ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Thymian für den Geschmack. Als Hauptgang gibt's das Filetstück. Die Ente aus dem Heu und die Roulade vom Entenschenkel. Ente im Ganzen, die Brust geschnitten und die Keule gefüllt. Einen guten. Danke. Die Ente aus dem Heu wird es auf die Karte des Restaurants Burg schaffen. Enten gehören zur gleichen Familie wie Gänse und auch Schwäne, die man früher an Königshöfen servierte. Der stolze Vogel soll aber ziemlich zäh sein. Im Luzerner Entlebuch bei Ruhr die Hurni leben zwar keine Schwäne, aber einige 100 Enten und Gänse. Auf dieses Fleisch hat es der Entlebucher Spitzenkoch Stefan Wiesner abgesehen. Auf dem Teller landen Gänse im Herbst und Winter als Martins- oder Weihnachtsgans. Rund 50 Gänse von Ruhr die Hurnis Farm landen diesen Winter in der Küche von Stefan Wiesner. Dem Hexer, wie er sich selber nennt. Hallo Rudi. Hallo. Danke vielmals, das sind ja rechte Tönder. Große, ja. Ein Prinzip zieht sich im ganzen Restaurant durchs Menü. Wir brauchen da eigentlich das ganze Tier. Die Knochen werden jetzt angebraten, die Gargasse. Und das Herz kommt in die Terrine rein. Und so ist eigentlich, und die Leber wird separat gestopft. Konkret heißt das, das Fleisch der Gans wird von den Knochen gelöst. Sie bilden die Grundlage für den Jus, wie die Fleischbrühe genannt wird. Die Mitarbeiter kochen den Sud aus Gänseknochen, Fleischresten und Rüstabfällen in einem kleinen Anbau hinter dem Lokal. Wie früher in großen Kesseln auf einem Holzfeuer während 1 bis 2 Tagen. Zurück in die Küche. Die Gans wird als Terrine zur Vorspeise des Menüs. Wiesner bringt hier die Gansabhauet und die traditionellen Lebkuchen der Region zusammen. Obwohl die Gänse nicht gestopft sind, gehören ein paar Tupfer Stopfleber zur Vorspeise. Politisch völlig korrekt, versteht sich. Gänseleber wird dank Rahm, Butter und Perzipan, das ist Marzipan aus Aprikosenkernen, zur Stopfleber. Zum Schluss kommen gehackte Aprikosen, Tannensprossen und der eingekochte Gänsejus dazu. Von der Edelgastronomie zur Hausmannskost der 3 Schwestern Vierter. Wie Stefan Wiesner verwerten die Geflügelspezialistinnen nach Möglichkeit das ganze Tier. Heute gibt's Huhn. Neben Brust und Schenkel das, was sonst zu Hundefutter wird. Kamm, Herz, Fuß und Magen. Das Wissen, wie man die kleinen, aber schmackhaften Muskeln der Hühner zubereitet, ist verloren gegangen. Im Moment erleben solche Innereien ein kleines Revival.
An Hühnerkämme wagt sich immer noch kaum jemand. Auch die kommen für 90 Minuten in die Hühnerbrühe. Anschließend werden sie ganz klassisch paniert und frittiert. Eine Zubereitungsart, die sich im deutschsprachigen Raum in vielen alten Rezeptbüchern findet. Hühnerfüße kommen in Mitteleuropa noch seltener auf den Teller. Ganz anders in Asien. Dort gelten sie als Delikatesse. Als erstes müssen die Füße von ihrer ledrigen Haut befreit werden. Am einfachsten geht das, indem man sie mit 90 Grad heißem Wasser übergießt. Dann lässt sich die Haut abziehen. Das Rezept für die Hühnerfußsuppe stammt von einer Freundin aus Thailand. Während bei Firtas die Hühnerteile die nächsten 90 Minuten leise vor sich hin köcheln, wechseln wir zum exotischsten Geflügel Mitteleuropas. Dem Vogel Strauß. Er stammt ursprünglich aus Afrika und Asien und ist nicht nur der größte, sondern mit bis zu 70 Stundenkilometern auch der schnellste Vogel der Welt. Nur fliegen kann er nicht. In den 1920er Jahren wurde er wegen seiner schönen Federn fast ausgerottet. Heute wird er vor allem wegen seines Fleisches gezüchtet. Als Fleisch verkaufen kann Cornel Eberle aber nur etwa ein Drittel des Tieres. Ganz speziell beim Strauß ist, wir haben alles Fleisch hier in dieser Keule, also der linken und der rechten, hat kein Brustfleisch wie beim Truthahn oder auch beim Hühnchen. Strauß sieht aus wie Rindfleisch. Die rote Farbe ist typisch für Muskelfleisch. Je muskulöser, umso stärker gefärbt. Aber auch geschmacklich hat dieser Vogel nichts mit Huhn zu tun. Es hat viel vom Rindfleisch oder auch ein wenig vom Wild, etwas süßlich ein bisschen. Aber ganz ein rotes, dunkles Fleisch. Man sollte auch zubereiten wie Rind. Es sollte wirklich schön rosa bleiben, dann ist es saftig und dann kommt das Aroma auch so richtig zum Tragen. Vom größten Vogel auf der Speisekarte zum kleinsten, der Wachtel. Sie wird in erster Linie wegen ihrer Eier gezüchtet. Eine der größeren Züchterinnen ist Imelda Schmid in Schanf im Engadin. Gute 400 Eier legen ihre 500 Wachteln pro Tag. Wachteln leben in der Schweiz auch noch wild in der Natur. In der Zucht kommen aber japanische Wachteln zum Einsatz. Ihre Eier liefert Imelda Schmid an Hotels und Restaurants im Engadin. In Schanf führt eine ihrer Kundinnen ein kleines Gästehaus, die Villa Flor. Zum Frühstück serviert Ladina Florinett ihren Gästen Wachtelspiegeleier. Und wenn Imelda Schmid Wachteln schlachtet, kauft ihr die Hobbyköchin gerne einige ab. Eine lebende Wachtel bringt rund 200 Gramm auf die Waage, hat aber nur gerade 60 bis 70 Gramm Fleisch am Knochen. Als Hauptgang rechnet man darum 2 Wachteln pro Person. Wie die Wachtel gehört auch der Fasan zu den Hühnervögeln. Er ist ebenfalls ein Wildtier. Und was für eines. Martin Benz hält seine Fasane nicht wegen der Schönheit, sondern wegen des Fleisches. Er ist der Erste, der diese Tiere in der Schweiz für die Gastronomie züchtet. Das Restaurant Wieberg im benachbarten Teufen im Zürcher Unterland. Koch und Wildspezialist Martin Aschlemann gart Keule und Brust zu Wied und brät sie anschließend an. Bei ihm gibt es Fasan nur im Januar. Das geht zurück auf eine alte Tradition. Am Silvester isst man eigentlich normalerweise oder hat man früher den Fasan gegessen, weil der viel leichter und bekömmlicher ist. Martin Aschlemann serviert den Fasan auf Kürbispüree mit Kartoffelkroketten und Federkohl. Für mich ist es ganz klar eine ganz, ganz edle Spezialität und ist sehr rar. Alles andere als rar ist der letzte Vogel, den wir heute servieren, die Taube. Auf dem Teller landet sie aber nur selten. Wenn, dann in der Edelgastronomie, wie im Restaurant Steirer Eck in Wien, dem besten Restaurant Österreichs. Bei Heinz Reitbauer hat die Taube einen festen Platz auf der Karte. Sonst gibt es Tauben auf dem Teller heute vor allem noch in Frankreich und Italien. Der Geschmack ist für manchen Gaumen gewöhnungsbedürftig. Er ist markant kräftig, aber nicht penetrant, würde ich ihn beschreiben. Das Fleisch ist butterzart, ja, mit einem, süßlich ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so ein sehr, sehr aromatisch, voll aromatischer Geschmack. Bei den drei Schwestern Firchter sind inzwischen die Hühnerteile gar. Es gibt Hühnermagen-Sandwich mit Salsa Verde, Tomatensugo mit Hühnerherz
die thailändische Suppe mit den Hühnerfüßen und frittierte Hühnerkämme. Hauptsache geflügelt, gefiedert, gegessen.